Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Computerwerk und zwar haben die hier so PUBG-PCs, also die haben verschiedene Editionen, da gibt es auch glaube ich Warzone und Fortnite-Versionen und so weiter noch davon. Wo da der große Unterschied ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die optimieren das dann mehr oder weniger auf das Spiel, dass sie sagen, okay, das Game zum Beispiel PUBG ist sehr grafiklastig, nicht so CPU-lastig, da muss man mehr auf die Grafikkarte gehen und solche Sachen. So kann ich es mir zumindest erklären. Zuallererst, die haben hier natürlich verschiedene. Ich habe jetzt drei Stück rausgesucht davon, die einigermaßen okay sind von der Konfiguration, weil die haben hier auch Ausreißer. Man sieht hier zum Beispiel diesen Starter-PC für 1000 Euro, der hat 2666 MHz. Jetzt sagt ihr natürlich zum Beispiel, ja, der ist ja auch für 1000 Euro drin, kann man noch verstehen, aber die haben halt hier in 1700 Euro PCs auch 2666 MHz RAM und auch hier, der hier hat auch diesen RAM drin. Also die haben echt verschiedene Sachen. Ich habe jetzt drei rausgesucht, wo ich sage, das ist in Ordnung. Ihr dürft jetzt nicht dahergehen und sagen, yo, ich sehe mir gleich das Ergebnis an und kauf irgendeinen PC. Die sind nicht alle gut. Na, das muss ich dazu sagen. Also in meinen Augen. Wenn ihr damit klarkommt, ist das was anderes. Nur ich gehe ja immer von meiner persönlichen Meinung aus und da gibt es halt einige Ausreißer. Vor allen Dingen läuft das hier unter solchen Punkten wie erfahrene Gamer, ja, und dann hat man halt sowas hier drin, so ein Boxkühler mit 2666 MHz RAM und einem A520 Board. Naja. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt erstmal an und zwar mit dem Gamer-PC Hero D. Hier haben wir die Konfiguration, das ist ganz geil, haben sie gut aufgeschlüsselt. Hier ist der Preis halt und dann sichere Zahlungsarten, pipapo, halt stinknormale Werbung, kostenloser Support und so, was eigentlich jeder andere auch bietet. Was ich aber gut finde und das muss ich wirklich dazu sagen, die zeigen hier vorne auf dem Bild zum Beispiel dieses Case. Und das kommt auch ungefähr hin, weil das Case nämlich und die Wasserkühlung da drin, das stimmt soweit. Und der RAM auch, der leuchtet auch wirklich, also das ist zumindest schon mal kein Fake. Es kann sein, dass die Grafikkarte ein bisschen anders aussieht, ja. Aber es ist jetzt nicht so ein heftiger Fake, wo alles leuchtet und ihr habt hinterher eine Kiste da stehen und ihr legt Wert auf RGB und ihr habt es dann nicht, ne? Das ist halt immer so ein Thema. Das haben sie auf jeden Fall ganz gut gelöst. Hier sind auch noch die ganzen Marken unten vertreten, das passt auch. Wir gehen jetzt einfach mal in deren Konfigurator. Das mache ich einfach nur für mich als Übersicht, ne? Ich ändere da auch nichts, keine Sorge. Wir haben hier zum Beispiel einen Core i7-12700K Alder Lake. Das ist ein super Prozessor, gar keine Frage. Aktuellste Generation, danach kommt noch der 12900K und der KS. Ansonsten ist das wirklich ein Top-Prozessor. Streamen und Zocken überhaupt kein Problem. TDP 125 bis 190 Watt. Das hängt natürlich hier mit den Kernen zusammen. Ihr habt 12 Kerne, 20 Threads quasi, wenn man so will. Das sind einmal diese 8 Performance und 4 Efficiency Kerne. Dann haben wir hier halt 16 Performance Threads, wenn man so will, und 4 Efficiency Kerne. Dann kommt ihr auf diese 20 Threads. Ja, das kann Geizhals einfach nicht anders aufschlüsseln. Der unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Da kommen wir gleich auch noch zu. Wie gesagt, Top-Prozessor zum Zocken. Ast rein. Würde ich mir demnächst wahrscheinlich auch noch kaufen. Genau den. Und der kostet 399 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 8 GB GeForce RTX 3070 Mali. Da wissen wir auch wirklich, was wir bekommen. Man muss dazu sagen, es gibt welche von MSI, Asus, KFA2 und so weiter. Die haben ein anderes Kühldesign. Manchmal sind sie auch noch ein bisschen overclockt. Jetzt ist echt die Lampe ausgegangen. Wollen die mich verarschen? Ich hole mal eben die Powerbank. Ach, Mann, ey. Also, nochmal zurück zum Thema. Ich habe jetzt ein Stromkabel geholt. Ich habe hier so eine Softbox, deswegen, die ist jetzt gerade einfach ausgegangen, die Batterie war leer. Ja, also nochmal dazu, es ist eine Manli-Grafikkarte, es gibt welche von Asus, MSI, KFA2 und so weiter, das macht keinen großen Unterschied. Die haben halt verschiedene Taktraten manchmal, ein bisschen overclockt, ein anderes Kühldesign. Die ist jetzt, weiß Gott, nicht schlecht. Es gibt natürlich auch bessere, aber es ist eben eine 3070. Das ist so untere Mittelklasse, würde ich behaupten. Danach kommen ja noch ein paar Karten. Ich sage es immer wieder in meinen Videos. Wer es zum ersten Mal sieht, da kommt noch die 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, von AMD noch ein paar Karten. Nichtsdestotrotz, die haut ordentlich FPS raus. Ich habe dazu auch einen FPS-Test unten in meiner Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Und die kostet 683,06 Euro bei Barracks. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB, 2x8 GB, also Dual Channel, das ist immer sehr, sehr wichtig, sonst gibt es FPS-Drops. DDR4 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro Black. Den habe ich selber auch in meinem System drin, Lexi hat den auch, also meine Freundin, das ist ein guter RAM, überhaupt keine Probleme. Wir hatten bisher eine Reklamation davon, wir haben auch schon so viele bestellt. Es gibt Hersteller, da fällt es auf jeden Fall deutlicher auf, dass die öfters mal kaputt gehen, beziehungsweise out of the box schon kaputt sind. 3200 MHz ist natürlich genau die Spezifikation des Prozessors, den kann man auch schneller betreiben, mit 3600 zum Beispiel. Und ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass die gerne auf die Spezifikation halt gehen, weil wenn sie ihn schneller betreiben, haben sie halt keine, sag ich mal, Garantie mehr gegenüber Intel oder AMD. Wenn ihr natürlich einen AMD oder Intel Prozessor schneller betreibt, kann es zu Instabilität kommen. Haben wir bisher noch nicht gehabt, aber gut, kann passieren. 16 GB ist in der Preisklasse auch noch in Ordnung. Und er hat halt noch diese fancy RGB-Beleuchtung, wer Wert drauf legt. Deswegen sagte ich eben, das Bild ist kein Fake. Und der kostet 78,80 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro Z690-A DDR4. Das DDR4 steht natürlich dabei,
dabei, weil man diesen Prozessor eben auch schon mit DDR5 betreiben kann, was ich eigentlich Quatsch finde, weil DDR5 schon ziemlich teuer ist und keine besonderen Vorteile gegenüber DDR4 bisher liefert. Es werden irgendwann Kits kommen, die auf jeden Fall schneller sein werden. Aktuell lohnt es sich meiner Meinung nach noch nicht. Das ist ein grundsolides Board, hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden, genauso wie hier, hier und hier. Das heißt, bis zu 4 SSDs sind möglich. Eine ist natürlich schon verbaut. Hier kommt die Grafikkarte rein. Mit etwas Glück könnt ihr diesen Slot hier noch benutzen. Ich denke aber, dass der Kühler der Grafikkarte das eventuell überdeckt. Hier kann eine Capture-Karte rein, USB-Erweiterungskarte, WLAN-Karte, was ihr gerne haben möchtet. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1, USB 3.1, USB Typ C, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr in dem Fall sogar benutzen, weil der Prozessor eine integrierte Grafikeinheit hat. Trotzdem zieht ihr das Bild natürlich über die Grafikkarte. Und einen PS/2-Anschluss bzw. auch noch einen BIOS-Flash-Button, den ihr vielleicht einmal in eurem Leben benutzen werdet. Das ist ein grundsolides Board. Es gibt natürlich bessere, aber auf dem Preispunkt ist es schon okay. Und das kostet 194 Euro bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir ein MSI Forge 100R Schwarz Window RGB. Das hat in der Front schon zwei RGB-Lüfter vorinstalliert. Hinten hat er einen normalen Lüfter vorinstalliert. Also der Airflow ist auf jeden Fall gegeben, weil das Teil auch eine Mesh-Front hat. Da passen auch die gängigen Grafikkarten und so rein. Überhaupt kein Problem. Ist soweit ein gutes Gehäuse. Mein Fall wäre es vom Design her jetzt vielleicht nicht, aber das müsst ihr für euch entscheiden. Wenn euch das gefällt, bitte dann nehmt es. Es ist technisch auf jeden Fall nicht schlecht. Und es kostet 68,99 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 750 Watt MSI MPG A750GF. Das hatten wir jetzt auch schon häufiger, hat 10 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Gold-Zertifizierung und ist vollmodular. Ja, was will man sich mehr wünschen, ne? Das ist völlig in Ordnung. Natürlich, das mit dem vollmodular, das ist für euch vielleicht uninteressant, aber die Kabel, die nicht benötigt werden, liegen dann mit im Karton. Die fliegen dann nicht im Gehäuse rum. Das ist eigentlich ganz geil. 10 Jahre Garantie ist auch super. Haben wir auch schon öfters empfohlen, also ist völlig in Ordnung. Und das kostet 94 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein MSI MagCore Liquid 240R V2, 240 mm. Ja, das ist jetzt so ein Thema für sich. Die MSI-Wasserkühlung, die ersten Varianten, also V1, sage ich mal. Hier haben wir V2, aber die V1 sind alle abgeraucht. Wir haben die früher ganz oft empfohlen, jetzt nach und nach steigen die Dinger aus. Meine ist auch kaputt gegangen, ich hatte eine 360er. Ich hoffe, dass sie das mit der V2, also der zweiten Revision, quasi dann behoben haben. Eine 240er Wasserkühlung ist für den Prozessor noch in Ordnung. Ich denke aber, dass die schon ziemlich laut wird, weil der Prozessor hat eine hohe Abwärme, haben wir eben an der TDP gesehen. Und eine 240er Wasserkühlung ist okay, aber ihr müsst mit der Lautstärke dann klarkommen. Die muss die Hitze ja irgendwie wegkriegen. Und dann fangen die Lüfter an aufzudrehen, die Pumpe fängt an voll zu arbeiten, wobei die meistens sowieso auf 100% läuft. Aber die Lüfter werden da wirklich laut, denke ich, vor allen Dingen in dem Gehäuse. Ansonsten ist es rein technisch gesehen noch in Ordnung. Und die kostet 95 Euro bei Mindfactory. Was den Speicherplatz angeht, kriegen wir eine 1 TB Kingston NV1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Reicht für den normalen Zocker völlig aus. 1 TB müsst ihr selber wissen. Preislich gesehen ist das noch okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja, aber das tue ich immer. Das kommt immer auf die Preisregion an. Vielleicht hätten sie noch eine Terabyte HDD oder 2 TB HDD mit reinwerfen können. Preislich hätte das bestimmt noch reingepasst. Aber an und für sich ist die in Ordnung. Und die kostet 78,90 € bei Computer Universe. Betriebssystem ist keins mit dabei. Die bieten hier natürlich an, für 50 Euro Windows 10 Pro vorne zu installieren, beziehungsweise Windows 11 für 70 Euro. Macht euch einen USB-Stick fertig mit dem Media Creation Tool von Microsoft. Gebt einen Key ein, von mir aus von meinem Partner, und dann seid ihr auch good to go. Weil 70 Euro finde ich schon happig. Das ist aber auch so ein Durchschnittspreis, den viele Systemintegratoren nehmen. Also müsst ihr selber wissen. Wenn ihr es euch einfach machen wollt, nehmt das hier mit dabei. Dann wären wir auch schon beim Ergebnis. Und hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Preis von 1691,75 €. Das System soll kosten 1899,90 €. Das ist nicht krass überteuert, aber es ist schon, finde ich, teuer. Ihr kriegt die Komponenten halt hauptsächlich alle bei Mindfactory oder Alternate, bezahlt 150 Euro fürs Zusammenbauen. Gut, ihr habt hier natürlich noch Garantie mit dabei und so. Ja, schwierig. Also bei dem Preispunkt 200 Euro Aufpreis, ja, ist noch im Rahmen. Die Sache ist ja auch die, zum Beispiel Geizhals, wenn da jetzt eine Grafikkarte plötzlich wieder 50 Euro teurer wird oder so, dann oder teurer war, wo dieser Preis entstanden ist, dann kommt diese Differenz natürlich zustande. Ich will das jetzt echt nicht in Schutz nehmen. Ich finde 200 Euro fürs Zusammenbauen schon viel, weil die haben ja auch Einkaufspreise und keine Endkundenpreise, wie wir die haben. Also es ist jetzt nicht Hightech-Level oder Redo-Computer-Level, aber es ist schon ein bisschen teurer. Die Konfiguration an sich ist nicht schlecht. Mit der Wasserkühlung das Thema. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile abgestellt haben. Ansonsten konfigurationstechnisch echt in Ordnung. Und ich finde es auch geil, dass sie ein 750 Watt Netzteil genommen haben. Die hätten auch deutlich tiefer einsteigen können. Also ihr habt da auch noch ein bisschen Puffer. Ihr könnt später noch ein bisschen aufrüsten. An und für sich nicht schlecht. Kann man machen. Die hier, die gehen wir jetzt nicht so heftig durch. Ich sag grob so ein, zwei Dinge und dann gucken wir uns den Preis einfach mal an. Wir haben hier den Gamer PC Master D für 3400 Euro knapp.
Wieder das Bild ist eigentlich kein großartiger Fake. Hier ist eine andere Wasserkühlung drin. Ich sehe hier das Cooler Master Logo. Da wird jetzt auch die MSI drin sein. Ja, aber ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Auch hier haben sie wieder darauf geachtet, dass eben 850 Watt Netzteil hat, was für die Konfiguration auch in Ordnung ist. Ich hätte vielleicht sogar einen Ticken mehr genommen. Aber 850 reicht halt aus für dieses System. Ihr habt dann noch eine 4 TB HDD mit dabei und eine 1 TB Samsung 980 Pro. Die ist ja auch sauschnell. Das seht ihr auch hier. 7000 MB im Lesen und 5000 im Schreiben. Das ist schon ordentlich. Auch hier wieder eine MSI-Wasserkühlung mit 360. Ja gut, wie gesagt, ist die V2. Kann sein, dass die Probleme abgestellt worden sind. Auch nur 3200 MHz RAM, habe ich ja eben erklärt, die ganze Geschichte, ne? Dass die da einfach auf Nummer sicher gehen. Dann gucken wir hier nochmal durch. Hier ist die HDD, die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte. Auch hier ist es eine Manli, also da wisst ihr, was ihr bekommt. Das MSI-Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Da seid ihr bei einem Preis von 2947,52 €. Und hier kostet es halt 3400 € knapp. Das ist schon happig. Das würde ich dann schon gar nicht mehr kaufen. Also 450 € Aufpreis gegenüber Endkundenpreise. Gut, ohne Zusammenbauen. Aber selbst dann wäre es halt immer noch viel zu teuer. Das ist aber so eine Krankheit. Das haben viele Systemintegratoren. Ich glaube einfach, dass in den oberen Preisbereichen bei Grafikkarten und so die höheren Sprünge sind, was die Preise auch angeht. Und gerade dadurch, die dann immer viel zu teuer sind. Ich habe das Ganze auch mal gegengecheckt. Das System hier kostet 1050 €. Das ist ein Gamer PC Starter D. Die Konfiguration ist soweit okay, bis auf diese 500 GB SSD. Hätte auch eine 1 TB sein können, meiner Meinung nach. Merkt euch mal den Preis, 1049. Gucken wir uns den Warenkorb an, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil seid ihr bei 930 €. Sprich, ihr habt 120 € Aufpreis. Ist halt auch wieder ein günstiges System. Das Problem für mich ist jetzt einfach, ich kann nicht allgemein sagen, Kaufempfehlung ja, nein. Also bei diesem Gamer PC Starter D, da ist es halt nur wieder die SSD, die mich aufregt. Der Rest ist eigentlich ganz okay für 1050 €. Auch die Preisspanne ist da auch in Ordnung. Der zweite hier war schon ein bisschen teurer mit 200 € Unterschied, was aber auch noch irgendwo im Rahmen ist. Wie gesagt, die Preissprünge sind halt da. Aber der hier, der reißt es wieder raus mit seinen über 450 € Preisdifferenz gegenüber Selbstbau. Finde ich dann wieder zu teuer. Also allgemein kann ich sagen, ja, die günstigeren Systeme sind soweit okay. Die sind auch nicht so scheiße konfiguriert. Ihr habt am Anfang gesehen, was ich gezeigt habe. Es gibt Scheißsysteme, achtet da drauf. Aber die ich jetzt gezeigt habe, konfigurationstechnisch okay, aber halt preislich nicht alle gut. Macht es für mich jetzt halt schwierig zu sagen, yo, kauft da ruhig oder kauft da ruhig nicht. Wenn ihr möchtet, kann ich auch hier nochmal schauen. Wir haben hier zum Beispiel noch die COD Warzone Edition oder die Fortnite Edition. Wir haben auch ganz normale Systeme hier unten noch rumfliegen. Also wenn ihr wollt, dass ich mir das nochmal genauer angucke, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gucke ich mir das Ganze nochmal an, die nächsten 2-3 Videos einfach mal eins nochmal rausnehmen und dann sagen, okay, das hier ist Mist, das wiederum nicht, bla bla bla. Nur ich hatte diesen Anbieter bisher, glaube ich, noch nicht und ich dachte, das war mal ganz interessant, das zu zeigen. War auch erst auf der zweiten Google-Seite. Ich habe bei Google Gaming PC eingegeben und das kam irgendwie auf der zweiten Seite. Aber alles in allem, ganz grob gesagt, ist es in Ordnung bei den günstigen Systemen. Bei den teureren leider nicht, meiner Meinung nach. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.